Du sagtest, Menschenleben sind in Gefahr dort auf diesem Campingplatz. Sind dort noch viele Menschen? Jetzt sehen wir auch Bilder, wie die Menschen ja in Tüten ihr Hab und Gut zusammenpacken und von den Beamten herausgebracht werden. Alex, kommentier bitte diese Bilder für uns live jetzt. Was passiert dort gerade genau? Ja, jetzt läuft gerade eine Durchsage der Polizei. Vielleicht hören wir das. Die haben einen Lautsprecher in der Hand und wir gehen mal jetzt einmal zu der Polizei hin, wie die Maßnahme hier abläuft. Ein Lautsprecher mit Mikrofon rufen sie, dass dieser Campingplatz geräumt werden soll. Und die Leute verlassen einzeln diesen Platz. Und auf der anderen Seite, wenn der Kameramann jetzt einmal... Achtung, Achtung, dies ist eine Durchsage der Polizei. Bitte räumen Sie umgehend den Campingplatz. Räumen Sie umgehend bitte den Campingplatz. Und wir sehen jetzt, wie akut das Ganze ist. Die Feuerwehr hat von einem der Campingplatzleuten ein Kanu ausgeliehen und wird jetzt gleich die Bereiche, die sie nicht mehr einfach so erreichen kann, mit diesem Kanu ansteuern und versuchen und zu gucken, ob da noch Leute sind. Also das sind wirklich... ja, angespannte Bilder, dramatische Bilder, die uns jetzt gerade hier erreichen. Jede Minute, jede Sekunde kann es sein, dass dieser Bereich meterhoch unter Wasser steht. Das heißt, Alex, das Wasser breitet sich da im Moment noch aus. Also wir haben ja gerade von einigen Kollegen beispielsweise aus Wuppertal gehört, da steigt das Wasser nicht weiter. Da gibt es so langsam die Hoffnung, dass sich das Wasser zurückzieht. Das betrifft weite Teile in Nordrhein-Westfalen eben überhaupt nicht, sondern da ist die Katastrophe gerade erst noch im Anmarsch, richtig? Das ist wirklich so. Also die Schleusen werden aufgemacht und wir sehen, wie akut das Ganze ist, dass die Polizei die Hosen hochgekrempelt hat und mit ihren Dienstschuhen hier durch das Wasser läuft. Das zeigt, dass das Ganze wirklich eine ernste Lage ist und ja, wie lange das läuft und wann diese Wassermassen hier hochkommen, das ist noch unklar. Alex, vielleicht kannst du noch mal versuchen, du hast es eben gerade beschrieben, dass die Polizei da ein Kanu hat und jetzt quasi, wenn ich dich richtig verstehe, den Plan hat, diesen Campingplatz mal abzufahren, um auch zu schauen, ob die Menschen dort, die dort eigentlich Urlaub machen wollten, auch diese Aufforderung, die gerade eben per Lautsprecher kam, den Campingplatz zu räumen, auch folgen oder ob sie die auch überhaupt gehört haben. Vielleicht hast du die Möglichkeit, mit einem der Beamten zu sprechen und uns einen Einblick zu geben, wie jetzt in dieser Situation dort auf diesem Campingplatz bei Hagen vorgegangen wird. Also ich will einmal sagen, dass wir wirklich auch bis an die Grenzen gehen. Also wir stehen selbst knietief im Wasser und die Polizei ist jetzt... Hier Ende, da vorne wird die Strömung zu stark, es wird zu tief. Alles klar. Die Polizei teilt gerade mit, dass hier dieser Bereich für uns auch jetzt endet, weil die Strömung zu tief, zu reißerisch ist. Und man sieht es vielleicht im Hintergrund, dass die Ruhr wirklich eine harte Strömung hat. Und wir sehen jetzt hier, wenn der Kameramann noch zwei Schritte nach vorne kommt, sehen wir gerade, dass die Polizei samt Kanu und evakuierte Campingplatzleute in unsere Richtung kommt, in Sicherheit gebracht wird. Ja, das sind aktuelle Bilder aus Hagen vom Campingplatz an der Ruhr. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.